Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Sandra von Hemd's Up. Ja, heute wollten wir oder will ich euch mal unsere Etuis genauer vorstellen. Unsere Etuis sind nach dem Motto gestaltet, jeder verdient eine zweite Chance, Krawatten auch. Und die Idee ist entstanden, weil wir irgendwann auch ganz viele Krawatten gespendet bekommen haben und dann überlegt haben, was könnten wir denn damit machen, was macht denn Sinn, was ist praktisch, was kann man auch wirklich gut nutzen im Alltag. Und ja, daraus sind zwei verschiedene Modelle unserer Etuis entstanden. Das eine Modell, das seht ihr hier, das ist gedacht, um ein oder zwei Stifte, also bei den schmaleren, aufzubewahren oder also für unterwegs. Oder bei den etwas breiteren kann man auch sehr gut eine Lesebrille oder eben mehrere Stifte aufbewahren. Also ne, da ist ein Druckknopf mit drin und das funktioniert wirklich ganz, ganz gut. Ist auch von der Haptik sehr, sehr schön und es ist drin, innen drin auch so geschützt, dass da nichts verkratzen kann. Da achten wir sehr drauf. Und ja, das ist die eine Variante, unsere sogenannten Steck-Etuis. Und dann gibt es eben noch die andere Variante, das sind unsere Etui-Rollen. Ich zeige das gerade mal so hier. So ist es dann praktisch im Zustand, wenn wir sie gerollt haben, wenn dann praktisch schon Stifte oder auch vielleicht Kosmetikpinsel schon drin sind. Ich zeige das hier mal ganz kurz anhand von Kosmetikpinseln. Das sind 6 verschiedene Fächer in der Breite. Ein ganz breites, 2 mittlere, eine 3 mittlere und nochmal 3 etwas schmalere, dass man wirklich auch verschiedene Utensilien, die man eben so hat, auch aufbewahren kann. Ich mache das jetzt hier, wie gesagt, mal mit Kosmetikpinseln. Und hier oben ist dann noch ein kleiner Schutz, dass man das auch so ein bisschen abdecken kann. So, dann wird das einmal gerollt, dann wird der Gummi einfach einmal umgedreht und ja, dann haben wir so eine Rolle, in der wir sehr gut verschiedene Utensilien aufbewahren können. Also wie gesagt, entweder Kosmetikpinsel oder es gehen auch Stifte oder man hat vielleicht auch Malpinsel, vielleicht etwas kürzere, also nicht die großen, die sind ungefähr 20 cm lang, die Etuis, und sind auf die normalen Stifte und Pinsel abgestimmt. Ja, ja, das sind die zwei verschiedenen Varianten und da ist auch wieder jedes einzigartig. Ja, wir verarbeiten immer 2 oder meistens 2, weil es von der Breite sonst nicht ganz aufgeht. Und wir haben gerade jetzt hier wieder eine ganze Kiste wunderschöner Krawatten gespendet bekommen. Und da haben wir auch schon Ideen, wie wir die kombinieren. Und dazu wird dann praktisch so eine Krawatte komplett aufgetrennt. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Dann sieht es praktisch so aus. Es wird dann alles mit Einlage versehen. Und das ist dann praktisch unser Stück Stoff, aus dem wir dann die Einzelteile schneiden. Und ja, und da wir ja auch immer wieder ein paar Reste haben, ne, wie man auch so hier sieht, sind das dann praktisch die Reste, die wir verwenden, um das Futter einzuarbeiten. Ja? Also es sind immer 2 Krawatten und eben ein Stoff, Textilrest, der hier verarbeitet wird. Und dadurch auch ist wieder jedes Etui ist wieder anders. Die Knöpfe sind dann auch individuell, immer das, was halt eben gerade, was wir gerade da haben, was passt. Man sieht auch teilweise Muster, die aus einem anderen Jahrzehnt sind, die man vielleicht einfach nicht mehr tragen möchte, aber als Etui hervorragend funktionieren. Also ihr seht, da ist eine wahnsinnige Vielfalt. Und ja, auch bei den Steck-Etuis sind auch alle unterschiedlich. Ihr seht es hier, wie unterschiedlich die auch sein können. Meistens machen wir das aus den Etuis, die wirklich zu schmal sind, um ein Etui zu gestalten. Manchmal sind wir noch ein bisschen kreativ. Ja, und es ist auch immer ein schönes Geschenk, ein schönes Mitbringsel. Und ihr könnt das natürlich bei uns auch in Auftrag geben, sozusagen, wenn ihr selber vielleicht noch ein paar Krawatten im Schrank hängen habt oder vielleicht der Ehemann oder der Partner, die schon ewig im Schrank hängen hat und eigentlich nicht mehr trägt und sich aber nicht trennen kann. Da kann man sich dann wirklich mal überlegen, ob man davon vielleicht nicht ein Etui oder auch 2 produzieren lässt. Also das bieten wir auch an und von daher ja, hoffe ich, dass euch unsere Etuis gefallen. Und guckt mal in unseren Online-Shop, da sind jede Menge Etuis auch abgebildet und drin. Vielleicht auch noch eine schöne Idee zu Weihnachten. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss, habt eine schöne Adventszeit.